It's time to feel the bass. Hold up, wait a minute. Hallo, heute möchte ich mal zeigen, wie man mit ganz einfachen Mitteln kostenlos seine eigene Musik machen kann, die dann auch noch halbwegs brauchbar klingt. Die könnt ihr dann für YouTube-Videos oder für die Party am nächsten Wochenende benutzen. Als Programm für die Erstellung benutze ich hier den Schism Tracker. Das ist eigentlich ein 26 Jahre altes Programm, basierend auf dem Impulse Tracker, wie man hier sieht. Der wurde 1995 erstellt und der Schism Tracker ist im Prinzip die aktuelle Version, die unter Windows 10 läuft, genauso aber auch auf Apple-Rechnern oder unter Linux oder auf jedem beliebigen Taschenrechner mit einer Soundkarte. Das Programm ist gerade mal 4 MB groß, kann also wirklich auf dem ältesten, nennen wir es mal, Computer noch benutzt werden, den man irgendwo zur Verfügung hat. Ja, und was man jetzt noch braucht, sind ein paar Samples, die man auch kostenlos im Netz bekommt, wenn man sie nicht selber erstellen möchte, mit Hilfe eines kostenlosen Software-Synthesizers beispielsweise, und dann natürlich noch ein Programm fürs Mastering. Da gibt es auch kostenlose Varianten, da komme ich später drauf zurück. Der Schism-Tracker funktioniert ja, wie gesagt, immer noch so wie damals der Impulse-Tracker. Das heißt, die Bedienung ist hauptsächlich mit der Tastatur. Und ein bisschen was kann man jetzt in der aktuellen Version auch mit der Maus machen, natürlich, klar. Ein bisschen Windows 10 soll ja auch mit dabei sein. Aber ja, hauptsächlich Tastatur. Ich bin jetzt hier in der Sample-Liste. Dazu habe ich F3 gedrückt, wie man hier oben schön sehen kann. Wann immer ich auf irgendeiner Seite bin und eine Hilfe brauche, drücke ich einfach F1 und bekomme für diese Seite eine sehr umfangreiche, wenn auch englische Hilfe. Aber hier sieht man alles, was auf der entsprechenden Seite gerade möglich ist und wie man es macht. Gehen wir wieder zurück. Ich habe mich dafür entschieden, 4 Lieder aus den 90ern nachzuspielen, in einem kleinen Remake oder Remix, nach Schwierigkeit sortiert. Anfangen tue ich mit DJ Quicksilver Bellissima, dann geht es weiter mit Red 5, I Love You, Stop. Und etwas schwieriger wird es dann bei Faithless Insomnia, und die Königsdisziplin unter den 4 Liedern ist Hardcore Vibes von Dune. Hierzu habe ich mir jetzt erstmal ein paar Samples besorgt, Sprachsamples als auch natürlich Melodiesamples, Flächen, Percussions sind natürlich ganz wichtig und ein paar Effekte. Die Samples kann man sich entweder kostenlos im Internet völlig legal runterladen, zum Teil, oder wenn man ein Sample gerade nicht findet, aber eine Vorstellung hat, wie es klingen sollte, kann man sich auch kostenlose Software-Synthesizer aus dem Internet runterladen. Ich persönlich benutze dafür den Vital-Synthesizer, den gibt es in der Basisversion auch kostenlos. Und ja, damit kann man dann auch ein paar Sachen genauso machen, wie man sie gerne haben möchte, wenn man sie so in der Form einfach nicht findet. Und jetzt würde ich sagen, spiele ich einfach mal die Samples durch und dann zeige ich mal, wie man aus den Samples dann ein paar ganz gut klingende Lieder machen kann. Es sieht zwar auf den ersten Blick kompliziert aus, aber tatsächlich spiele ich die Samples über die Tastatur an. Von Q, W, E, R, T, Z und so weiter spiele ich eine Oktave, und Y, X, C, V, B, N, also sprich die untere Leiste in der Tastatur, spiele ich eine Oktave tiefer. Jetzt hören wir einfach mal rein. This is the beginning. Hold up, wait a minute. Mesdames, Messieurs, le disc jockey Zach est de retour. Kick the nation with the groove, then we rock the place when the bass gets moved. Dance. I still have a dream. I have a dream. Hardcore vibes. Da habe ich mich jetzt im Ton vergriffen. Das war natürlich kein C, sondern sollte ein D sein. Hardcore vibes. That's our own things. It's time to feel the bass. I can't get no sleep. This one is dedicated to all the rebels in the nation. Und dann geht's mit den Melodien weiter. Hier sieht man dreimal das gleiche Sample, das hängt mit dem Mastering zusammen. Diese drei Samples spielen nämlich im Endeffekt drei verschiedene Stimmen, und die möchte ich nachher im Mastering unterschiedlich bearbeiten. Genauso verhält sich das auch bei der Dune Bell, die Melodie von Hardcore Vibes spielt. Da habe ich auch unterschiedliche Bearbeitungswünsche am Ende, deswegen habe ich einfach jeden Ton einzeln untergebracht im Endeffekt. Hier
hier hört man bei diesem Bassdrum, fällt bestimmt gleich jedem auf, dass es da so ein leichtes Rauschen gibt. Liegt daran, dass der nur mit 16 kHz gesampelt ist und nur auf 8-Bit basiert, aber ich fand den Bass an sich einfach ganz nett und das Rauschen kann man nachher im Mastering wunderbar mit einem Klick komplett rausfiltern und dann klingt das Ding tatsächlich wie im Studio aufgenommen. War es auch schon, 15 Sprachsamples und der Rest sind halt Melodieflächen und die Percussions, ja. Und jetzt schauen wir mal, was man aus dem so alles basteln kann. Ich fange ja an mit DJ Quicksilver's Bellissima. Dazu bin ich jetzt mal in den Pattern Editor unter F2 gegangen und hier sieht man schon, ich habe hier mehrere Kanäle. Davon habe ich übrigens insgesamt, wenn ich mit der Tab-Taste mal durchgehe, 64 Stück, das heißt, ich kann 64 Stimmen gleichzeitig spielen. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gebraucht. In dem Fall ist das Maximum bei Hardcore Vibes von Dune nachher 24 Stimmen. Aber ich gehe ja nach Schwierigkeit und fange mit dem einfachsten an und deswegen ist es ja bei Bellissima ziemlich einfach. Instrument Nummer 19, was haben wir denn da? Liegt logischerweise in der Melodie. Ah ja. Die Töne habe ich einfach gespielt, indem ich die Taste Y und C gedrückt habe. Y und Q. Und damit habe ich zweimal das C gespielt. Ich selber kann übrigens kaum Noten lesen, muss ich gestehen. Vom einen C bis zum anderen C reicht es. Also diese Kugeln, die auf den Linien sitzen. Alles andere, was drüber rausgeht, bin ich total überfordert. Ich habe die Lieder tatsächlich rein nach Gehör nachgespielt. War zwar ein Stall voll Arbeit, aber hat funktioniert. So, dann schauen wir mal rein, wie ich die Töne angeordnet habe. Man sieht hier in einem Zickzack-Kurs, es fängt mit einem E an, dann noch ein E, und so weiter. Das ist jetzt mal langsam durchgespielt. Warum der Zickzackkurs ist ganz einfach. Ich möchte, dass, wenn das zweite E hier gespielt wird, noch das erste E weiter ausklingen kann. Das funktioniert nur, wenn ich das auf zwei verschiedene Channels aufteile. Ansonsten würde, wenn ich das E jetzt hier positionieren würde, dass der Ton, der davor gespielt wird, direkt abgeschnitten und es klingt nicht so pralle. Hören wir uns einfach mal an, wie die Melodie in der gewählten Geschwindigkeit klingt. Die Geschwindigkeit ist hier übrigens die A03, das ist ein Befehl dafür. Da zeige ich auch gleich mal, was da die Unterschiede sind. Ja, man sieht hier links, wie es runtergelaufen ist. Also da sieht man die aktuelle Position, die gerade gespielt wird. Und ja, die A03 legt eine halbwegs brauchbare Zwischengeschwindigkeit von den vier Liedern fest, die ich insgesamt nachher machen möchte. Ich zeige einfach mal, wie es mit einer A05 aussieht. Das ist natürlich viel zu langsam. Mit einer A02 klingt es dann... Das ist viel zu schnell. Deswegen die A03 und dann haben wir schon mal die Basismelodie für Bellissima. Ist natürlich jetzt hier noch ein bisschen was versteckt. Man sieht ja, ich habe nur Kanäle 1 und 2 hier sind weiß, der Rest ist schwarz. Das heißt nur Kanal 1 und 2 spielen. Das habe ich übrigens über Alt F1 und Alt F2 gemacht. Damit kann man Kanäle ein- und ausblenden. Mit Alt F3 blende ich zum Beispiel den dritten Kanal ein und der klingt dann... Ja. Das ist nur ganz normales Symbol, die ich übrigens dann hier über den Lautstärkebefehle ausblende. Die Lautstärke sitzt hier immer in diesem Bereich. Ja, und zusammen. Aber das ist natürlich noch lange nicht alles. Gehen wir mal ein Schrittchen weiter und schauen, was ich denn noch auf den anderen Kanälen versteckt habe. Auf Kanal Nummer 7 ist das Instrument Nummer 40 zu finden. Das ist immer ein bisschen schwierig, sich zu merken, welches Instrument denn jetzt nur auf welcher Nummer sitzt. Es ist aber ein Smashy Bassdrum und der klingt so. Der rauscht wieder ein bisschen, aber wie gesagt, das filtert man nachher ganz leicht raus. Dazu fehlen natürlich noch
die Hi-Hats, die ich immer dann, wenn der Bassdrum kommt, oder die Bassdrum, Entschuldigung, lautstärketechnisch auf Null setze. So, und insgesamt haben wir dann das hier. Da hatte ich ja fast noch was verheimlicht. Auf Kanal Nummer 9 sitzt nämlich tatsächlich noch die Bassgitarre. Man sieht hier, der Aufbau ist ganz einfach. Es wird gespielt, der Ton C in der Oktave Nummer 6 mit dem Instrument Nummer 45. Die Bassdrum spiele ich mit einem B in der Oktave 4 und es ist das Instrument Nummer 40. Da kann man einfach ein bisschen rumexperimentieren, was denn jetzt besser klingt. Ob die Bassdrum jetzt mit einem C oder mit einem B oder mit einem E besser klingt. Vorführeffekt natürlich. Sollten wir erstmal wieder alle Kanäle einschalten. So, jetzt aber. Das wäre ein C. Das wäre ein E. Das wäre ein G. Und so weiter. Ich persönlich fand hier für die Bassdrum eben das B am angenehmsten vom Klang her. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht mit dem nächsten Lied. Hier haben wir jetzt insgesamt schon zwei Stimmen, die gleichzeitig spielen, im Gegensatz zu Bellissima, wo es nur eine war. Demnach habe ich jetzt hier auch vier Kanäle, denn auf jedem Kanal spielt ja sozusagen eine halbe Stimme. Das heißt, ich brauche pro Stimme zwei Kanäle und deswegen vier Stück insgesamt. Ich habe hier benutzt Instrument Nummer 28 und 29, die spiele ich gleich mal separat an. Und man sieht hier auch wieder diesen Zickzack-Kurs, einmal der erste Ton wird auf Kanal 3 gespielt, dann auf Kanal 4, zurück auf 3, zurück auf 4 und so weiter. Lautstärke habe ich hier für das erste Instrument, für die erste Stimme auf 45 gesetzt, damit es ein bisschen dominanter ist. Und für das zweite Instrument, was im Prinzip die Begleitung, sage ich mal, ist, eine Lautstärke von 32 gewählt. Das klingt auch ein bisschen anders. Ich spiele es einfach mal an. Anspiele mache ich übrigens hier immer mit F6, da spielt das aktuelle Pattern, in dem ich gerade bin. Und wenn ich stoppen möchte, mache ich das mit F8. Ja, ganz einfach. So, hier haben wir die Melodie gehabt und jetzt hören wir uns mal die Begleitung an, die immer gleichzeitig spielt, aber mit einem etwas anderen Instrument. Ja, und zusammen klingt das Ganze dann so. Dann gucken wir mal, was ich auf den anderen Channels so versteckt habe. Hier, die 46, die hatten wir gerade eben schon. Ne? Das war ja eine richtig schöne Cymbel. Und die klingt so. Die lassen wir aber jetzt mal weg, weil die haben wir ja schon gehört. Auf Kanal 6 habe ich... ein paar schöne Klatscher. Und wie man hört und sieht, ändert sich hier die Lautstärke ein bisschen. Ich fange mit der Lautstärke 32 an, dann gehe ich auf die 50 und wenn ich nichts eintrage, habe ich das Maximum, nämlich die 64. Das ist die maximale Lautstärke. Also so ein leichtes Einblenden über die Zeit. Ja, das ist ganz gut für den Rhythmus. Ansonsten habe ich bis jetzt hier noch nichts gemacht und zusammen klingt das Ganze dann so. Aber die Melodie geht natürlich auch noch weiter, wie man weiß. Und man sieht hier auch schon, die Begleitung ändert sich. Das ist jetzt kein C mehr, sondern ein A. Und in der Melodie ändert sich natürlich auch einiges. Ja, und da hört man schon, da kommt ein Bassdrum hinzu. Das ist und die 40 und natürlich noch die Hi-Hats, die wir gerade eben auch schon hatten. Das klingt dann so. Ist also, wie man sieht, gar nicht so schwer. Man braucht eigentlich nur die Samples und den Chism-Tracker und vor allem ein bisschen Geduld, sich in die Tastaturgeschichte einzugewöhnen, weil außer Scrollen kann ich hier und den Cursor setzen, kann ich hier mit der Maus einfach nicht arg viel machen. Aber ich persönlich finde, wenn man es rein über die Tastatur bedient, ist man einfach viel effizienter als mit der ganzen Mausrumschubserei und Klickerei auf irgendwelchen bunten Bildchen.
So, hier wird es natürlich jetzt wieder ein ganzes Stückchen schwieriger, denn jetzt geht es um Faithless Insomnia. Da spielen drei Stimmen gleichzeitig, die auch alle nur drei auch nur mit dem gleichen Instrument gespielt werden, die dann nachher auch am Ende noch unterschiedlich gemastert werden. Das macht das Ganze etwas komplizierter, aber es funktioniert ganz gut und dazu fangen wir einfach mal wieder mit Kanal 1 und 2 an. Man sieht hier die Noten wieder, ne, habe ich mir rausgehört, weil das mit dem Notenlesen halt nicht so ganz klappt. Die Melodie kennt wahrscheinlich jeder und auf Kanal 3 und 4 habe ich dann die Begleitung dazu. Zusammen klingt das dann so. Was jetzt aber noch fehlt, ist, ich nenne es einfach mal den Taktgeber in der Melodie, der auch noch mal mit genau dem gleichen Sample gespielt wird. Den bringe ich jetzt einfach mal zusammen mit der Grundmelodie ohne die Begleitung. Da hört man schon, das muss so sein, obwohl es hier vom Aufbau her etwas seltsam anmutet am Anfang, weil es eben drei Stimmen sind, die mit dem gleichen Instrument gespielt werden, klingt das Ganze am Ende so. Und der große Vorteil ist, dadurch, dass ich das eben auf drei Stimmen aufgeteilt habe, kann ich jede Stimme nachher unterschiedlich mastern. Ich kann der einen ein bisschen mehr Echo geben, bei der anderen die Höhen etwas anheben, etc. pp. Da kann ich dann alles separat nochmal einstellen. Ja, was haben wir denn hier? Das klang jetzt schon mal komisch, ne? Auf Kanal 7 liegt auf der gleichen Position was und auf Kanal 8 auch nochmal. Ja, was ist denn das? Das ist ein kleiner Donner, der sich aus drei Samples zusammensetzt. Das eine hatten wir gerade schon gehört. Auf Kanal 7 habe ich dann... Und auf Kanal 8... Ja... der Donner an sich klang mir nicht ganz dramatisch genug. Deswegen habe ich den noch mit etwas mehr und zwei verschiedenen Bassdrums besser unterlegt. So, jetzt haben wir es aber. Und dann klingt das Ganze so. Macht das Ganze einfach etwas dramatischer. Und ja, in der Summe... Und auch hier geht die Melodie ja wieder weiter, gehe ich ins nächste Pattern rein, sieht man schon, wenn ich hin und her schalte, die Noten ändern sich. Das Hin und Her schalten mache ich übrigens über die Plus- und Minus-Taste auf der Tastatur, ganz rechts auf der PC-Tastatur, das große Plus da auf dem Nummernblock oder eben das Minus darüber. Da sind noch ein paar Sachen dazugekommen, nämlich ein kleiner Fretless Bass, den habe ich hier auf der 36, genau, und damit ist es hier Kanal Nummer 6 und der klingt dann so. Ich lasse das Knacken hier ganz bewusst ausknacken. Das zeigt hier im Schism-Tracker einfach nur an, da ist eine Loop gesetzt. Wenn man hier mal reinschaut in F3, der Fretless Bass, da kann ich hier Loop Beginn und Loop End eintragen und dann wird alles zwischen diesen zwei Balken in einer Dauerschleife wiederholt. Dieses Knacken ist nachher nicht zu hören. Das signalisiert im Endeffekt nur, hier fängt die Schleife an und hier hört die Schleife auf. Deswegen am Anfang der Loop ein Knacken und am Ende der Loop ein Knacken. Am Ende im Mastering ist davon aber nichts zu hören, braucht man auch nichts nachbearbeiten. Das ist einfach nur, damit man hört, wo fängt es an und wo hört es auf. Ja, und das klingt, finde ich, ganz gut insgesamt. Und am Ende hat man ja gerade noch gehört, die Stimme von Faithless, I Can't Get No Sleep, das war die 14, Instrument Nummer 14, genau. I can't get no sleep, I can't get no sleep. Und wie man hier sieht, habe ich
die Geschwindigkeit des Songs auf A12 gesetzt, also halb so schnell wie eine A06, einfach damit das Sample noch zu Ende spielen kann und ich im Mastering dann später noch ein kleines Echo hinten dran klatschen kann auf dieses Sample, und zwar nur auf dieses Sample, das ist das Gute, deswegen separiere ich die ganzen Samples ja auch so. Ja, und insgesamt denke ich, passt das ganz gut mit dem Original. Dann sind wir auch schon bei der Königsdisziplin unter den vier Liedern angekommen, nämlich Hardcore Vibes von Dune. Dafür brauche ich gleich einen ganzen Stall voll Instrumente, denn insgesamt spielen nachher 24 Stimmen gleichzeitig. Inklusive der Percussions natürlich, aber trotzdem, das ist, war gar nicht so einfach. Dazu kommen dann noch... sei mal leise. Dazu kommen dann natürlich noch ein paar Flächen in der Begleitung, die spiele ich jetzt alle mal separat an. Wichtig ist einfach nur, man muss sich die Melodie raushören und dann, so wie man es rausgehört hat, Stück für Stück einfach eintragen, hier in den Patterns. Das war schon mal die grundlegende Melodie. Was habe ich hier auf Kanal 3 und 4? Ja, das sieht auf Anhieb sieht es gleich aus, aber tatsächlich ist es so, dass ich einmal das gleiche Sample, also sind beides die gleichen Samples, einmal spiele ich es in einer A4 und einmal in einem A5, also sprich zwei Töne gleichzeitig in zwei verschiedenen Oktaven. Genau. Und zusammen klingt das dann so. Weil da aber noch ein Stückchen fehlt, nämlich die zweite Hälfte der Begleitung, nämlich Kanal 5 und 6. Klingt das so schon etwas brauchbarer. Was habe ich denn jetzt noch hier, was so viele Stimmen braucht, beziehungsweise so viele Kanäle braucht? Das sind hier hauptsächlich die Flächen in der Begleitung. Blende ich einfach mal ein. Das sind Kanal 9, 10, 11 und 12, die gleichzeitig spielen. Und danach das Ganze nochmal versetzt für die nächsten vier Stimmen. Also es sind vier Stimmen, die alleine für die Flächen zuständig sind. Man sieht hier, dass ich auch wieder mit der Lautstärke arbeite, um das auszublenden, wenn das natürliche Aushallen mir nicht ausreicht. Und jetzt kommt natürlich noch der zweite Teil der Flächen dazu. Das ist Kanal 13 bis 16. Klingt für sich mal noch nicht so pralle, aber wie gesagt, da gehört ja auch noch der Rest dazu. Und da waren noch ein paar Snare Drums versteckt, die dann den Übergang zum nächsten Pattern machen. Die sind irgendwo ganz unten. Genau, da haben sie sich versteckt. Mal reinhören, was die so können. Am Anfang hört man natürlich nichts, weil das Pattern ja von Anfang bis Ende spielt. Und auch hier habe ich wieder abwechselnd auf zwei verschiedenen Spuren die Snare Drums gesetzt, damit die davorgehende noch ausklingen kann. Ansonsten wäre das eher so ein Maschinengewehr, also noch mehr Maschinengewehr, als es eh schon klingt. In der Summe fehlen dann natürlich noch die Percussions, die habe ich jetzt mal hier mit drin. Man kann übrigens auch mehr Channels einblenden, dann aber mit weniger Informationen. Also sprich, dann wird ein bestimmter Teil eines Channels einfach ausgeblendet. Ich habe gerne lieber weniger Channels auf dem Bildschirm, dafür aber die Übersicht darüber, was auf jedem einzelnen Channel tatsächlich passiert. Hören wir mal Kanal Nummer 7 an. Absolutes Muss für Hardcore Vibes. Wenn keine fette Bassdrum sitzt, dann ist es nicht Hardcore Vibes. Das ist zumindest meine Meinung. Auf Kanal 6 habe ich die Nummer, Instrument Nummer 26. Das ist die Tiny Electro Bell. Stimmt, die haben wir in der Melodie von Kanal 1 bis 6 war ja die Melodie. Brauchen wir also nicht nochmal anspielen. Auf Kanal 8. Habt ihr keinen Unterschied gehört? Liegt daran, dass es eine Low Conga ist, die hier erstmal so kaum auffällt, aber im Mastering später eine relativ wichtige Rolle spielt. Gucken wir mal, was ich auf der 9 sitzen habe.
Und auf 10 und 11 habe ich, erst weil da unten war es, da kommen wir gleich zu, auf der 12 sitzt ein paar schöne Hi-Hats, auf der 13 die Open Hi-Hats, die passend zu den Closed Hi-Hats auf der 12 sind. Klingt ein bisschen aggressiv, wird aber im Mastering nachher noch etwas abgeschwächt. Also sich hier beim Aufbau zu viel Mühe zu machen, macht eigentlich gar nicht so viel Sinn, wenn da irgendein Instrument nicht ganz so pralle klingt, wie man es am Ende gerne haben möchte. Kann man alles nachher im Mastering lösen, ist überhaupt kein Problem dann. Und dann spielen wir einfach mal die Percussions nochmal zusammen. Das wären die Open Hi-Hats, die Closed Hi-Hats, die Snares, die Bassdrum und alles zusammen, Melodie plus Flächen plus Percussions, wäre dann das hier. Ja, da hat sich noch eine Stimme eingeschlichen, die habe ich mit Absicht aber verschwiegen. Das haben wir hier auf der Kanal, auf dem Kanal 23 und 24. Und zwar natürlich absolutes Muss. Für Hardcore Vibes braucht man auch die passende Stimme. Ja, und die klingt jetzt, wie man gerade gehört hat, insgesamt etwas leise. Da brauche ich aber jetzt nicht großartig am Sample rumschrauben und es dann nochmal hier einbinden. Machen wir alles nachher im Mastering. Ja, Mastering ist meiner Meinung nach etwa genauso viel Arbeit, wie die Melodien erstmal hier im Schism-Tracker einzutragen und die Samples nach, die Melodien nachzuspielen und die Samples einzutragen. Es macht etwa 50% der Arbeit aus, aber dafür hat man den vollkommenen Funktionsumfang, die freie Auswahl. Man kann wirklich alles machen mit jedem einzelnen Instrument, was man haben möchte. Ja, und wie das Lied am Ende klingt, könnt ihr entweder jetzt hier direkt anhören, wenn ihr da unten auf den Link klickt, da hier in dem Video, da, ne, wo man zum Ende kommt, oder ihr wartet einfach ab und schaut euch noch an, wie ich dieses Lied oder diesen Mix von damals aus den 90ern gleich mastern werde. Wie kommt man jetzt von einem Schism-Tracker-Song zu einem richtigen Lied, das sich nachher auch bei YouTube einbinden lässt oder das man einfach auf irgendeinem Gerät abspielen kann? Tja, das ist ganz einfach. Gar nicht so schwierig, wie es aussieht. Ich gehe einfach hier in die Sample-Liste rein, nehme dann das Sample, muss ich leider Gottes mit allen Samples einmal machen, das ich exportieren möchte, drücke dann die Taste Alt F10, dann sieht man, nur dieses eine Sample ist ausgewählt. Dann drücke ich die Taste Shift F10 und trage dann einfach den Namen ein, unter dem ich es exportieren möchte. Das habe ich hier natürlich jetzt schon mal vorbereitet, weil ich das jetzt nicht hier euch antun möchte, das 48 Mal zu tun. Und wenn ich das Sample exportiert habe, und gehe ich einfach zum nächsten Sample über und drücke dort auch wieder Alt F10 und wieder Shift F10 und kann auch das wieder exportieren. Die Samples werden komplett exportiert. Das heißt, selbst wenn ein Sample nur ein einziges Mal vorkommt, wird es trotzdem in der vollen Länge exportiert. Also sprich, die Wave-Datei, die da rauskommt, die ist in jedem Fall genauso lang, wie das ganze Lied insgesamt ist. Nur hat sie eben vor und nach dem Sample keinerlei Informationen. Da spielt einfach nichts. Hat den Vorteil, dass man es nachher dann einfach alles zusammenklatschen kann und es kommt dann ein brauchbares Lied raus. So, nachdem wir alle Samples mal exportiert haben, übrigens die Kommentare hier, wie Sprachsamples oder Melodie, Flächen etc., da sieht man ja direkt, da steht das Play in roter Schrift. Das sind Kommentare, die kann man problemlos überall einfügen. Zeige ich mal kurz, wie es geht. Man drückt einfach Alt und Einfügen. Und schon habe ich eine leere Zeile. Da kann ich jetzt entweder, indem ich Eingabe drücke, ein Sample laden, oder ich gehe einfach zurück und trage hier Hallo Welt ein. Hallo, ja gut, Vorführeffekt, so, Hallo Welt, und schon habe ich einen Kommentar drin. Den kann ich natürlich nicht abspielen, aber so kann man das Ganze optisch ein bisschen übersichtlicher machen. Und ab zum Mastering.
Wie gesagt, welches Programm man fürs Mastering benutzt, bleibt einem selbst überlassen. Aber in dem Fall finde ich Cool Edit Pro ganz gut und vollkommen ausreichend für meine Zwecke. Hier lädt man einfach alle Samples, die man eben exportiert hat. Ich habe die alle mit einem A vorne dran benannt und dann halt den entsprechenden Namen gegeben, damit ich sie hier wiedererkenne. Und dann schauen wir einfach mal, was kann ich denn hier machen? Wie sieht das denn aus, dieses Mastering? Dazu nehme ich jetzt mal die Stimme von Bellissima. Und hier wird tatsächlich nur in diesem Sample diese Melodie exportiert, die ich damit eben gemacht habe. Und man sieht hier auch schon in dem Bereich, da spielt irgendwas anderes, ein ganz anderer Teil vom Lied. Da ist dieses Sample einfach komplett stumm. Oder die ganze Spur ist stumm. Und das hat den Vorteil, dass man nachher einfach alle Spuren zusammenschmeißen kann und dann kommt der passende Song raus. Aber zuerst möchte ich natürlich mal wissen, was kann ich denn hier überhaupt machen? Wie kann ich dieses Sample besser klingen lassen, als es eben noch geklungen hat? Dazu kann ich jetzt hier bei Cool Edit Pro unter Effekte gehen und nehme zum Beispiel einen, sagen wir, einen FFT-Filter als Beispiel und ich möchte die Höhen anheben um 250%. Das klingt dann. Etwas schärfer. Ich muss aber dazu sagen, so wie dieses Sample hier schon zu sehen ist, ist es schon fertig bearbeitet. Also hier kann ich nicht mehr arg viel verbessern, aber man kann zum Beispiel auch einem Sample dann einen Hall oder ein Echo geben. Das war jetzt nicht so deutlich. Nehmen wir einfach mal eine Large Plate als Voreinstellung. Das muss man natürlich für jedes Sample und für jedes Lied separat anpassen. Aber da hat man bei Cool Edit Pro alle Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann. Es ist halt nur relativ viel Arbeit rauszufinden, was denn für das entsprechende Instrument auch gut klingt. Klang jetzt nicht so pralle, wie gesagt, da ist es viel experimentieren, viel ausprobieren und wenn man dann die entsprechenden Instrumente so angepasst hat, wie man sie haben möchte, hier zum Beispiel bei der Smashy Bass Drum, da ist sie, da hatten wir ja vorhin das Rauschen drin, das kann ich hier ganz einfach rausnehmen, indem ich einen FFT-Filter setze und dann Bass Only, also sprich die Kurve hier so bearbeite, dass eben nur der Bassbereich zu hören ist und dann klingt das Ganze so. Da ist schon vom Rauschen praktisch nichts mehr zu hören. Das bisschen, was man hier noch hört, wenn man die Spur einzeln abspielt, geht nachher, wenn die Melodie zusammenklingt, komplett unter. Fällt also überhaupt nicht mehr auf. Und genau das macht man dann nachher mit allen Samples und wenn man damit fertig ist, dann kann man das Lied abspielen oder einfach insgesamt speichern und einen Mixdown draus machen als MP3 in dem Fall. Und wenn es schief geht, sieht man hier, da das hänge ich als kleines Goodie hinten dran nachher. Da ist mal ein bisschen was gewaltig schief gelaufen. Aber insgesamt hört ihr jetzt zuerst mal, wie dieses Lied am Ende klingt. Die Übergänge zwischen den ganzen Liedern, die hier gespielt werden, die habe ich euch nämlich verschwiegen. Einfach um zu zeigen, was da noch möglich ist. This is the beginning. Woo!
Feel the Bass.